Minecraft Popcorn. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Freaking Boy Popcorn. Woo! Yeah! Mittlerweile der knackige Part Nummer 19. Wow! Wupp, wupp, wupp. Ey, Hashtag Clap in the Chat. Wie cool ist das denn? Merkt ihr, Leute, es sieht etwas besser aus. Wir haben endlich Shader! Woo! Yeah! Wie geil ist das denn, Leute? Das ist so cool und wie toll das alles aussieht. Und wo ist Astro? Der ist da hinten. Ja, guck dir das an. Der ist er. Oh. Hallo, Leute. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wow. Ja, und tatsächlich ist das schon Folge 19 und wir beobachten uns gerade durch das Guckloch. Oh ja. Alter, und du siehst echt krass aus. Also wirklich. Guckloch der Schande. Es ist wieder da. Mit dem Shader ist das Spiel. Ja, echt toll. Und vor allem mit dem Zoom-Effekt, da komme ich jetzt auch voll klar. Es ist richtig schön. Kann ich noch detaillierter dein Gesicht anschauen. Ja, ich mache das gerade auch die ganze Zeit. Das ist toll. Wow, sieht das episch aus. Leute, mit Shader ist doch geiler. Da haben wir doch gleich mal ein Like verdient, oder? Ja, woo! Also, smash den Like-Button! Bam! Smash it! Mit Shader. Es gibt extra viele Klicks. Aber echt, ey. Das machen wir auf jeden Fall. Ey, so geil, ey. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Nur kleiner Joke am Rande. Kleiner Joke, war super funny. Ich find's auch cool, dass jetzt unter Wasser endlich mal cool aussieht. Weißt du? Hast gemerkt, dass ich zweimal cool benutzt habe. Ist total schön. Ey, richtig geil. Hat was. Ja doch, das sieht cool aus. Zumal richtig jetzt mein Gebäude erquickend, möchte man sagen. Erquickend. In der heutigen Episode hatte ich mir ein mini kleines Ziel gesetzt. Ich werde ein kleines Brückelchen hier bauen, damit man hier oben beim Ende unserer Brücke einfach mal leichter hoch und runter kommen kann. Ach, du willst eine Treppe bauen hier? Genau, ein kleines Brückelchen, Treppchen, genau. Und danach bin ich free to go und kann man tun und lassen, was man möchte, sag ich mal. Ne? Was man möchte. Ja. Ja. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich hoffe, das ist okay für dich. Gar nicht. Jetzt also, gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, das wäre okay. Bitte lass das auch. Also ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so cool von dir. Ja, aber ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt schon... Es gibt was anderes, wie deine das. Ja, aber wir haben das doch gerade eben extra besprochen. Dementsprechend bin ich jetzt etwas verwirrt. Okay. Für heute gebe ich dir noch freien Lauf. Freie Bahn, je nachdem, wie du das bezeichnen möchtest. Und nächstes Mal, ne? Ja. Dann hältst du dich dann bitte dran. Okay, ja, aber fand ich jetzt schon ein bisschen arg von dir, ne? Ja, ist ja auch nicht so. Egal. Dann bauen wir ein Treppchen, dann bist du glücklich. Ja, ich bin schon dann ziemlich glücklich, muss ich sagen. Ich finde, den Baum der Vorsehung sollten wir stehen lassen. Deswegen werde ich um den herum bauen. Was natürlich eine sehr architekturelle Performance natürlich hervorrufen muss, ne? Kennt man ja. Mach mir erstmal kurz Gedanken. Du meinst unseren Tempel, ja? Ja, den Tempel der Vorsehung. Der Tempel der Vorsehung. Ja, das wäre ja mal was. Wie wär's, wir bauen einfach... Ein Tempel. Ja, das hätte was. Das hätte Rund was. Rund um den Baum, ja. Aber das ist dann so ein Koop-Projekt. Natürlich, selbstverständlich. Mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Ja, das ist natürlich immer kritisch. Zeit ist bei Herr Dottermann immer sehr, wie soll man das positiv formulieren. Die ging ja ein bisschen länger als 15 Minuten. Uiuiui, da hat's, ich will es nicht sagen. Ein längeres Gespräch, so viel kann ich sagen. Aber nur für euch machen wir diese ganzen, Strapazien. Die nehmen wir wirklich gerne ein. Wirklich. Für euch gehen wir diese Strapazen ein und auch diese Probleme machen wir auch. Ja, einfach nur, weil ihr uns wichtig seid, weißt du? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wo bist du denn eigentlich? Sammelst du Holz, wie du angekündigt? Nee, ich baue gerade schnell die Treppe der Hoffnung und dann, Ach so. Bin ich free to go, wie gesagt. Ja. Wie gesagt, überlege mal wieder, was ich bauen möchte. Ich kann ja so einen Watchtower bauen. Boah, ey, das ist ja episch. Dann könnten wir unser gebautes hier, unsere Base, ja. Da fliegt Brot! What the crap? Wie kommt denn das Brot jetzt her? Ja gut, das ist eine perfekte Überleitung. Seinem heutigen Sponsor, nämlich Brote von Brüte. Wie geil ist das denn? Leute. Drohnen, also Brot per Drohne. Oh ja.
Ja, das ist schon eine Neuerung, die ist tatsächlich nicht so häufig gesehen worden. Die neuen Drohnenbrote, die neuen Drohnenbrote, mega geil, also wirklich ein tolles Konzept. Wir Ja. haben es getestet, ausgiebig, insgesamt 7 Monate Haben auch lang ein Video und dazu gemacht auf unserem Double-Kanal. Review YouTube-Reviews-Channel Ja, und genau. ja, es ist mega gut, einfach nur. Also ich weiß nicht, wie zufrieden du bist, ich bin sehr zufrieden mit dem Ja, Ganzen. ich auch. Also das Brot war sogar noch leicht warm Oh, geil, in der geil, geil, Schmierung. geil. Ja, Das war schon durchaus cool. das glaube ich dir. Das ist dann natürlich auch, ja, einfach nur mächtig, ne? Mächtig. Ja, durchaus, durchaus. Ja, Leute, ich baue jetzt gerade ein bisschen was ab. Das ist natürlich wieder mal typisch. Und da ist mein Lama. Ist Dieses es wirklich Lama. dein Lama? Ja, es ist mein Lama. Also der, ja, gemeldet, merkwürdigerweise. Das ist jetzt mein Lama. Okay. Hat auch keine Beschwerde oder sowas eingereicht. Das denke ich, das ist jetzt mein. Okay, wenn du das so siehst, bitte, bitte. Ich finde, Ich sehe das das sollte man immer sehr tatsächlich so. kritisch gegenüber sein, gegen Lamas, aber naja. Wieso das denn? Hast Ich hatte halt du schlechte schlechte Erfahrungen? Erfahrungen, ja, sehr schlechte Erfahrungen, aber ich Ach möchte so, da in okay. dieser Folge auch Welche nicht Erfahrung? darüber eigentlich Willst reden, du weil darüber mich. mal reden oder? Ach, ich weiß nicht, hier. Es wäre halt schon so eine Art Coming Out, wenn ich darüber jetzt einfach erzählen würde, Ach weißt du? so, okay. Ich überlege es mir noch die nächsten 2 Minuten, dann sage ich dir Bescheid. Okay, dann lass dir nochmal genug Zeit. Bedenkzeit ist immer wichtig, sage ich auch immer. Das stimmt, das sagst du auch Dementsprechend. immer unseren Praktikanten, ne? Ja. Apropos Praktikant. Hast du das mitbekommen? Was denn? Nee, ich weiß Hast jetzt du das nicht. mitbekommen? Nö. Ich kann darüber eigentlich gar nicht reden. So merkwürdig war das. Also, das war eine Begegnung, die man nicht alle Tage hat. Okay, was meinst du? Wir haben einen neuen Praktikanten für die Leute, die es interessiert. Und dieser neue Praktikant, den kennst du ja auch, das ist der Wilhelm. Der Wilhelm. Wilhelm von Stein, so heißt er. Also ich darf auch seinen Namen sagen. Okay. Er hat auch Facecam an und sowas. Dementsprechend ist das kein Ding. Also er hat ja einen eigenen YouTube-Kanal und wollte jetzt zu uns emigrieren, sozusagen. Wilhelm von Stein. Ich habe ihn getroffen. Ah, Und okay, ja. weißt du, was er gemacht hat, als allererstes, als er mich gesehen hat? Er hat seine Gründlichen. Filmkamera angeschmissen. Nein. Ja. Er hat gesagt, ey, das ist Astro. Und dann hat er erstmal sozusagen von mir ein Video gemacht. Und naja, ich habe ihm gesagt, nee, hör mal auf, das soll privat bleiben und so weiter. Aber er hat es nicht eingesehen. Er hat die ganze Zeit drauf. Oh, Starten nee, gleich einen ne? Livestream und so. Echt? Ja, das war echt knapp. Da wäre fast Boah. meine Identität aufgeflogen. Das ist natürlich nicht so geil. Aber er Hast wurde dann von Dottermann gerügt. Und wie? Sag dir mal, du, keine leg. Perspektive mehr Ja, als. absolut. Leg dich nicht mit Dottermann an. Also, das Ja. ist so das Theme, sag ich mal, was man da mit auf den Weg bekommt, wenn man Praktikant ist bei uns. Leg dich Ja. nicht mit Dottermann Und an, ich weil laufe der natürlich Typ, wieder nur dumm rum. der Gib ist mir irgendeine nicht. Aufgabe, sag doch irgendwas. Soll ich diesen Gang da unten bauen? Ist nicht. Tu mir einen Gefallen, ja? Oh, ich habe eine Idee. Und. Hat sich erledigt, hat sich erledigt. Aber ich wollte eigentlich dich ausnutzen. Verdammt. Hat sich schon erledigt. Das ist ein bisschen doof. Ja, ich weiß. Ich habe endlich eine Idee. So, ich gehe jetzt mal kurz in den Wald, wobei es wird dunkel. Vielleicht sollten wir gleich noch Ja, kurz vielleicht ins sollten wir ins Bett gehen. You can Nächtigen. not only sleep at night enduring thunderstorm. Also so dunkel ist es jetzt. Warte mal. Alter, wie episch das Holy fuzzy. Das gibt's ja die nicht. Base Die einfach Wolken sehen aussieht. aus wie Chemtrails. Was? Nein, bei mir nicht. Bei mir sind es typische Naturwolken. Nee, bei mir sieht es aus wie Chemtrails. Echt? Teilweise Das zumindest. ist ziemlich gruselig. Ja, I das kommt can't lieber nicht. appreciate this. Very rude and not good. Was ich noch sagen muss, ne, Wilhelm, also tatsächlich, dass wenn er nicht angenommen wird, öffentlich macht, wie ich aussehe. Also er will das tatsächlich publizieren und sowas alles. Naja, aber ich denke, da bist du sicherlich mit Herr Dottermann im Rücken, ja, ich will jetzt nicht sagen gestärkt, aber schon, du hast einen gewissen Ja, Schutz, schon. ne? Der kämpft da ja wirklich wie ein wildes Tier, möchte man sagen. Ich bin im Bett. Oh, das ist schön, während der Aufnahmesession. Klasse, ganz toll. Ja, Das ist. ich habe ja mein. Du weißt ja, wie das ist. Ich habe mein Aufnahmebüro. So. Sehr schön. Ein Porsche Oh, danke. 911. Warte. Nee, was ich sagen wollte, zur Not, wir haben ja auch einen gewissen Mann, ne? Ja. Du weißt ja. Der kann ja dann angeheuert werden, sollte er die Drohung nicht sein lassen. Genau, eben.
Du meinst Agent 48. Ja, genau. Oh ja, der Typ ist skillhaft. Der ist nicht ohne, Leute. Aber darüber haben wir schon mal etwas ausgiebiger gesprochen. Ganz recht, ganz recht. Wie gesagt, Leute, ich schwing mich jetzt gerade in den Wald. Ich überlege gerade, vielleicht gehe ich sogar in Akazienwald. Weil Akazienholz sieht dann doch ein bisschen anders aus. Dann hat man auch einfach nochmal einen anderen Peel fürs Auge. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es sind schon fast 10 Minuten vergangen und in diesen 10 Minuten habe ich effektiv nichts gemacht. Hey, nichts machen ist auch was. Ja. Kriegst einen Orden. Den Orden fürs Nichtsmachen. Ist das nicht Knorke? Nein? Okay. Das stimmt. Alter, wie schön das hier ist. Hier sind Schäfel. Willst du ein Painting bekommen? Du hast mich ja mal, ob du, ne, ein Bild, also ein Gemälde wolltest. Oh ja. Das wäre echt cool. Weißt du, das geht ganz einfach tatsächlich sogar. Du musst einfach nur das Schaf, also, ne, du weißt schon, und dann nimmst du Sticks und nimmst die Wolle und baust die Sticks rund um die Wolle herum und dann hast du deine Gemälde. Echt? Ja, das ist alles. Das war's? Das ist alles, ja. Das geht auch in Real Life so? Ja, klar, natürlich. Okay. Was denkst du jetzt schon wieder? Na, weiß ich ja nicht. Ich kenne mich ja nicht aus in Real Life. Deswegen frage ich euch. Ich sitze ja nur im Aufnahmestudio und spiele den ganzen Tag. Von daher. Ja. Ich will auch mal raus. Ich will auch Partys machen. Nächsten Monat. Du weißt ja, was nächsten Monat ansteht, ne? Die jährliche Sitzung. Die jährliche Sitzung. Für die Leute, die es jetzt interessiert, bei der Dortmund AG. Und diese alljährliche Sitzung wird dementsprechend nächsten Monat stattfinden. Und es ist was Großes geplant tatsächlich. Es ist sozusagen eine Feier zum Quartalsbericht, der hier etwas verzögert vorgelegt wird. Denn unser Unternehmen möchte ja profitabel sein, sonst. Hatschi! Kein Sinn, Gesundheit. Verzeihung. Und während diese Quartalszahlen veröffentlicht werden, oder am Rande dieser Veröffentlichung gibt es halt diese große Veranstaltung und ja, ich bin durchaus gespannt und das, da kommt es dann zu deiner tollen Party, wie du gerade gesagt hast. Oh ja, das wär, Alter, wie episch die Brücke einfach aussieht von da hinten, ne? Das muss man einfach jetzt mal appreciaten. Junge, haben wir eine geile Base. Es ist einfach nur eine Brücke, die auf einen halben kleinen Berg geht, mit einer kleinen Insel verbunden. Aber es sieht ja episch aus. Nichts, ne? Du, also, ich finde sie toll. Ich mag sie. Ja, ich auch. Ich würde auch nicht sagen, dass sie schlecht ist. Ich würde sagen, sie ist heiß. Da sie auch von unserer Hand geschmiedet. Was ist denn das für ein Geräusch gewesen? Da kann ich natürlich nichts dagegen sagen. Leute, ey, diese Folge, ich weiß echt nicht, wie. Die Folge des renommiertes gar nichts kannst du sie nennen. Ja, Astro erhält das Abzeichen für nichts tun. Ja. Da kriegst du echt ordentlich Klicks, ohne Witz. Meine ich echt ernst. Das ist ökologisch abbaubar. Okay, da ist sogar ein Schaf. Hey, das ist auch ökologisch abbaubar, ja. Also von daher. Ich baue ein Gemälde, das ist ein guter Erfolg. Die Idee aller. Kann ich da aus deinen zwei Eisen, die du da hattest, im Ofen eine Schere kommen? Ja, darfst du. Ich bin immer dafür, dass man Schäfe nicht tötet. Ja, ich auch. Na naja, gut. Ich hatte das ja explizit nicht gesagt. Ich meinte ja, theoretisch, ne, musst du Wolle bekommen. Aber wie das dann erzielt wird, die bekommen, ist ja natürlich so eine Sache. Ja, du, ganz ehrlich, aber. Wie soll ich das jetzt sagen? Was ist denn dein Problem? Ich hab keine Probleme. Ach, du schreist fertig. Okay. Aber ich muss dann irgendwie. Muss dann das können. Kann ich dann wenigstens von dir noch so semi-offiziell so ein Abzeichen übergeben bekommen? Weil sonst kann ich das folgendes schreiben. Du hast ja nur gesagt. Du kriegst gleich dein Abzeichen. Kriegst du gleich. Sekunde. Das Schaf ist weggerannt. Welches Schaf? Das Schaf. Ja, welches ist Schaf? Ach, es ist nackt. Iiii. Der Genkerwolf war wieder da. Oh, der Genkerwolf oder der Genkerwolf? Kleine Werbung, wenn ihr versteht, was ich meine.
Das sieht cool aus. Aber hast du bitte nachgepflanzt? Weil häufig. Natürlich habe ich nachgepflanzt. Ich pflanze immer nach. Kennst mich doch. Ich hoffe mal, ich hoffe mal. Weil, wieso? Was willst du sonst dagegen machen? Das Problem, wie gesagt, ich sag's ja nicht umsonst. Wir haben, was Akazienholz anbelangt, nicht so viele Ressourcen. Wir haben da hinten ein ganzes Feld. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ja, aber vielleicht solltest du einfach mal ein paar mehr Adventures machen, weißt du? Weißt du, wenn du Beef mit mir willst, wenn du den King herausforderst, musst du den King auch besiegen. Zum King, aber eins auf die Nase. Oh so, ja. Wo soll ich denn das Bild platzieren? Im Raum der Lüste am besten? Warte, ich habe dann schon einen richtigen Spot mir ausgesucht. Gib mir eine Sekunde. Ja, dann sollst du die Ehre haben. Echt? Oh, dank dir. Bitte, kein Ding. Ich hoffe, es wird ein cooles. Oh! Wow! Alter! Alter! Alter, ist das geil. Ist an Mario angelehnt? Das ist ziemlich episch. Kann man das wieder abmachen? Oh. Ja, jetzt hast du es kaputt gemacht. Oh! Warte mal, kann man das nochmal versetzen, bitte? Ja, so ist besser. So gefällt mir das besser. Vor allem ist es recht interessant, dass es immer dasselbe ist. Was sieht das so häufig an? Ich finde es echt cool. Richtig nice. Ich würde das hier aber dann irgendwie abbauen wollen. Weil ja, das hat Nairo damals hingebaut, diese Nairo, was? Scheiß Griefer, ne? Schrecklich, ey. Okay, jetzt sieht's cool aus. Jetzt ist echt episch. Richtig nice. Okay, dann war's jetzt auch wieder mit dieser Episode. Aber sowas von. Yeah! Schönen Tag noch, ihr. Gurken. Ich hab euch alle lieb. Ciao! Yeah!